Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Herr Torvalds hatte gesagt, dass es einer der bisherigen Fehlschläge, der größten Fehlschläge der EU ist, die gemeinsame Fischereipolitik so zu haben, wie wir sie im Moment haben. Und ich glaube, er hat recht. Er hat auch gesagt, es ist eine wirtschaftliche, soziale und ökologische Katastrophe für die Fischerei. Fischerei ist nicht nur etwas, wo Lebensmittel produziert werden oder gefangen werden, sondern es ist auch eines der ältesten Gewerbe der Welt. Und wir wollen das natürlich für die Zukunft auch erhalten. Und darum danke ich allen Berichterstattern. Ich glaube, wir haben heute einen großen Schritt vorwärts gemacht. Und ich weiß, wie engagiert Frau Damanaki in diesem Bereich ist. Wir brauchen zum Beispiel Aquakultur als Antwort gegenüber Fischung. Und ich interessiere mich sehr für integrierte Meerespolitik. Da geht es auch um Raum, um maritime Raumordnung. Und es gibt ja interessante Konzepte, dass man zum Beispiel Aquakultur integrieren könnte in Offshore-Windenergiefarmen. Das ist zwar Zukunftsmusik, aber wir müssen sehen, wie können wir möglichst optimal diesen Sektor erweitern. Und am Schluss eine kleine Erfolgsstory aus Deutschland. Nord- und Ostsee-Fischereipolitik hat dazu geführt, dass sich die Bestände von Dorsch, Hering und Scholle schon langsam erholen. Und ich wünsche eigentlich uns allen, dass sich sämtliche Fischbestände in Europa in Zukunft auch erholen werden.